Zack, habe ich noch mehr Holz? Nicht genug Holz. Boah. Regale. Wer ist das? Ist das immer noch deine Katze? Ja, ich habe ihr heute, glaube ich, noch nichts in die Schale gepackt. Das ist ein bisschen, erzürnt, ja? Naja, drängst dich immer in den Mittelgrund hier, Mittelpunkt. Du Lümmel. So, zack und zack. Zack, zack. Okay, das muss ich hier noch ein bisschen hübscher machen. So, ich habe 17 Bücherregale, das ist ja schon mal was. Weil es nicht wirklich reicht für das, was ich vorhabe, glaube ich. Und ich brauche noch ein bisschen... Ein bisschen Spruce brauche ich noch. Reicht das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich nehme noch ein bisschen was mit hier. Dup, 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 dup. So. Ach so, und noch eine Sache. Haha, ich renne wieder nur hin und her und vergesse, was ich will. So. Was benutzt du eigentlich für ein Texture Pack oder nimmst du Standardtexturen? Ich habe hier Vanilla. Ohne Mods, ohne alles, so wie es auf den Markt kommt. Guck an. Ja. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, hab mich dran gewöhnt. Ja, ich mag die Standardtexturen nicht so gerne. Also ein HD-Texture Pack kann es für mich schon sein. Ich habe mir da auch mein eigenes gebastelt aus mehreren, die es so draußen gibt. Echt jetzt? Echt? Ja. Krasse Nummer. Nice. Da hätte ich ja überhaupt nicht den Nerv für. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das das, was ich machen wollte hier? So noch nicht wahrscheinlich. Okay. Lass mich mal raten. Ich komme dann hier, kommt wahrscheinlich. Ach komm, wir machen einfach nochmal. Ah ja, richtig. Okay. Wo bist du gerade unterwegs? Ach, hier hinten, ich pflanze Bäume. Beim See. Lapis Lazuli. So, dann brauchen wir ein paar Spruce-Stufen. Nee, irgendwie so habe ich es nicht. Das stimmt noch nicht. Hätte ich das nochmal gemacht? So, da fällt mir ein, ich habe ja hier noch Quarz. Neun, den kann ich unten mal reinsetzen. Ich bin so schlau. Ist das so? Ah, nix. So, jetzt wird's was. Jawohl. So. Gut, das ist das. Jetzt ist hier echt die Frage, wie hatte ich das nochmal gemacht? Hätte ich das vielleicht... Oh Gott, ich habe einfach zu viel Zeug. Jetzt will ich mal kurz eine Zwischenkiste hinstellen. Ach nee, es geht noch. Es geht noch. So, schwupp, schwupp, schwupp. Upp, upp, upp. Gestalt dir dein ganzes Vorbauhaus um. Du wirst mich wahrscheinlich dann hassen. Für immer und ewig. Vermutlich. Und ich werde wahrscheinlich dann von deinem Server gekickt. Ja, und auf die Blacklist. Ja, genau. Es tut mir jetzt schon gar nicht leid. So. Das sieht doch schön aus. Wenn ich jetzt noch da irgendwie einen Spiegel oder sowas hätte... Weißt du was? Ich setze da einfach kleine. Ja. So, zack, zack. Das weg und das weg.
du, ich vergesse irgendwie ständig, so viele schöne Sachen, die ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Naja, egal, jetzt machen wir es erstmal so. Der Schreibtisch ist da schon mal fertig. Oh Gott, ich brauche noch viel mehr Books. 3, 4 nur. Wie viele Kühe sind denn aktuell da draußen? Viel also, zu wenige, glaube ich. Zu wenige, ne? Also wenn du eine riesen Monsterbibliothek bauen willst, dann wird es wirklich zu wenig. Ah, eine riesen Monsterbibliothek wird es jetzt nicht, das würde ich nicht behaupten wollen. Aber es braucht schon ein bisschen mehr als das, was ich hier habe. Nur noch 7 Bücher, nur noch 7 Bookshelves. Ah, es ist aber schon ein bisschen was. Allerdings brauchst du 3 Kühe für einen Bookshelf, ne? Ja. Wenn da mal jede Kuh überhaupt Leder gibt. Ah. Ja, sehr schön. Ich sehe, du machst alles seine Richtigkeit hat. Na, halbfertige Sachen mag ich nicht. Obwohl ich SimCity abgebrochen habe. Ohne mein Ziel zu erreichen, das ich mir selbst gesteckt habe, aber gut. Da sind höhere Mächte dran schuld. Ja, das würde ich auch so sehen. Ah, das hat mich wirklich genervt. Also da war ich auch ein bisschen bockig. Ich habe erst gesagt, okay, jetzt machst du erstmal eine Aufnahmepause und kommst dann später wieder. Und dann habe ich mir nochmal... Das Gute ist ja beim Let's Play, du nimmst jede Scheiße auf. Das heißt, ich habe mir dann früher mal angeguckt, als ich dann ja, die ersten Cities so gebaut habe. Da hatte ich quasi Cities mit, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Einwohnern. Und keinerlei Verkehrsprobleme. Mhm. Und wenn ich dann jetzt plötzlich eine City habe mit 30.000, wo sich dann schon Staus bis sonst wohin bilden, dann kann mir doch keiner sagen, dass er niemals an der Stellschraube oder für den Verkehr irgendwie dann rumgeschraubt hat. Ja. Ist alles sehr, 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 sehr merkwürdig für mich. Ja, also es riecht ja alles ein bisschen sehr danach, dass halt man halt dieses Verkehrs-DLC bewerben wollte, ne? Das ist nun mal so. Und sollte dem so sein, ist das natürlich schon echt extrem miese Nummer. Hä, ich hab doch hier Books, wieso habe ich denn keine Bookshelves mehr gebaut? Dann Zeit 3. Es gibt doch zumindest nochmal 3 Bookshelves hier. So. So sieht's doch schon besser aus. Da muss ich oben noch ein bisschen Ton reinwerfen. Ja, Ton. Beziehungsweise Lehm. Mossstone, wo hab ich jetzt den Mossstone her? Was sucht er? Wenn ich das selber gerade wüsste, könnte ich es dir sagen. Warte mal. Er hat gesucht 8 Gravel. Ist oben, ne? Oder hast du gar keins mehr? Gravel müsste irgendwo oben sein, ja. Hab ich, glaube ich, vorhin irgendwo entdeckt. Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich sowas hatte mal. Gravel, na viel nicht, ich brauche auch nicht viel. Schwupp, so. So, habe ich noch... Oh, ich bin hungrig und habe nicht mehr genug zu essen, glaube ich. Ja, mal kurz was Neues holen hier. Wie mache ich denn das am besten? Ach, ja... Nehme ich. Oh, guck mal an. Kaum noch fertige Potatoes. Das ist nicht gut. Ich stelle fest, na, ich kann auch natürlich auch noch eben. Oh, hier ist noch Leder. Nice. Mehr Bücher. Brauchst du gerade eine Bibliothek oder was machst du? Ja, nein, noch nicht. Noch nicht, aber es kommt. Es kommt, das kommt in die oberste. In den obersten Stock kommen die ganzen Bookshelves. 1, 2 kommen auch schon in den zweiten, aber in den obersten kommen die meisten. Und dafür... Und beim zweiten bin ich jetzt gerade noch dabei. So, was wollte ich sonst Verstehe. Noch? Ich wollte hier die Kartoffeln reinlegen. Na. Dann nehme ich mal ein paar Karotten mit. Damit ich auch was zu essen habe. So, ham. Happa. Für den Doktor. Happa für den Onkel Doc. So.
Finde ich witzig, dass die ganzen Bäume irgendwie mit den Blättern in der gleichen Ebene anfangen. Hätte ruhig ein bisschen anders sein können. So sieht's irgendwie aus wie abrasiert. Naja, egal. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Das sieht doch schon ein bisschen wohnlich aus hier. Ja, das ist schon deutlich, deutlich besser geworden. Das ist schon einiges. Oh, hier ist ein Fernsehtisch. Fernsehtisch. Ein Fernsehtisch? Ja, ich hätte eigentlich das als Schreibtisch, aber stimmt, die Bilder deuten so ein bisschen darauf hin, dass das. Achso, das kann natürlich auch sein. Ja. So. Hm. Dann kommt das dahin. So. Wie am besten? Wie am besten? Ich glaube fast so. Und dann so. Ja, das geht gut. Oh, die Treppe mal ein bisschen größer. So. Ja. Musst du aber hier unten noch was einfallen lassen. Da könntest du was Indirektes hinsetzen. Was Indirektes? Dass du hier vorne quasi irgendwas hinbaust und hinten in der Ecke dann ein bisschen Licht, meinst du? Licht. Ja, ist doch eine schöne Sache. Aber ich bin jetzt nicht gerade mit ein bisschen Sand, Holz mit. Ich mal ein bisschen Holz mit. Mach mir nochmal ein, zwei Zäune. Ich arbeite ja ganz gerne mal mit Zaunen. Das Haus finde ich auch von der Architektur her irgendwie ziemlich krass. Ach, hier kommst du. Achso, okay. Hab bloß einen Durchgang gemacht. Also dadurch, dass du hier diesen Mittelaufgang nochmal hast. Wo du direkt in die zweite Etage kommst. Finde ich cool. Oh, okay, danke. Ich finde das Dach auch so ganz interessant, dass es bis zum Boden geht, weißt du? Ja. Hoho. Ho. Lass mich rein! Ich weiß nicht, ob jetzt zwei Holzklötze dafür perfekt sind. So, das kommt natürlich wieder raus hier. Lass mal überlegen, wie könnte man das machen am besten? Wie könnte man das da hinten noch ein bisschen schummerig machen? Toll. Schon wieder kein Zaun mehr übrig. Willst du ja wirklich einen Käfig basteln? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber so könnte man es machen. So. Oder so. Oder sollte man vielleicht wirklich nur die eine Säule hier machen? So. Sieht auch gar nicht schlecht aus mit so einer einen Säule, ne? Ja, die Säule kannst du lassen. Dann kannst du aber das indirekte Licht nicht mehr machen. Doch, das geht, das ginge trotzdem. Na, dann verbindet sich. Achso. So. Ganz toll. Achso, das ist natürlich auch eine Variante. Ja, das ist Quatsch. Das ist Unfug. Warte mal. Wie wär's, wenn du hier so eine Wand einziehst? Ja, so eine halb zu, die ist natürlich irgendwie. Ja, kann man machen, aber natürlich nicht aus dem Material. Richtig. Also an sich wäre meins. Wie ist es denn so? Sieht komisch aus. Ja, ne? Müsste man, wenn dann müsste man es schon richtig machen, dann wird nur das schummrige Licht, das indirekte wird dann nix. Och, nun setz dich doch da richtig hin. Nein! Nein, ich hab nicht gelacht. Das will ich für dich hoffen. Es klang nur so. Wie war das mit der Blacklist? Ja, genau. Kann jederzeit, kann sie aktiviert werden. Nein, lass mich amüsieren. Ja, ich meine, so wär's natürlich geometrisch. Korrekt. Ja. Die Frage ist, kriegt man da irgendwie noch ein bisschen
ein bisschen Licht rein. So, die können wir ja wieder rausschlagen hier, diese Säule. Ist schwierig. Ja, ne? Ist ein bisschen schwierig. Das könntest du ja in der Tat machen. Eine Laterne masteln und oben drüber einen Schalter. Dann kannst du da Licht anknipsen, wenn die danach ist. Ist zwar jetzt nicht indirekt, aber dann ist es nicht immer an. Wo denn die Laterne hin? Da unten auf dem Boden. Bodenlaterne. Also eine Redstone-Geschichte, ja? Jo, na hier die Laterne hin und hier oben drauf dann den Schalter. Ja. Ja, das kann ich bei Gelegenheit mal machen. Das kriege ich jetzt allerdings jetzt nicht so schnell auf die Beine. Jo. So, dann werde ich hier mal kurz... Hast du die Blumen gebraucht? Ich verstehe. Ja, muss ja ein bisschen schön mit Blümchen sein. Was mir jetzt schon wieder nicht passt, ist, dass diese Barriere hier in der gleichen Farbe stattfindet. Da werde ich, glaube ich, mal dunkel machen. Magst du mal von drüben ein kleines bisschen Spruce holen? Kiefer oder wie das jetzt auf Deutsch auch mal heißt. Jawohl. Ich kann mir das nämlich mal kurz austauschen hier. Oh, falscher Rand. Da ist das Ding. Schuljup. Kiefer wünscht der Herr. Moment. Holz. Holz, der Geier. So, was ist das hier? Tropenholz? Fichte meinst du, ne? Dunkles? Genau, Fichte ist das richtig. Fichtig richtig. Lalala. Huh. Muss ich hab hier ein bisschen was aufgeruppt. Ich seh schon. Hier ein bisschen Teppich verlegen, nur so aus Jux und Dollerei. Doof ist natürlich dann hier hinten diese Ecke, die du hast, wa? Die tote Ecke. Die da? Und da kann man bestimmt auch irgendwas reinmachen noch. Irgendeine Idee hatte ich sogar in meinem Vorversuch dafür, für diese Ecke, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh. Ups. So, dann machen wir kurz das Holz hier unten ein. So, dann muss ich unten natürlich noch was drüber zimmern unter die Decke, damit man diesen orangen Teppich nicht mehr sieht. 35. Wird's da nicht ein bisschen zu eng? Also wenn du jetzt hier nochmal drunter zimmerst, dann wird es echt eng. Ja, wenn du ein paar Slabs machst, dann geht es, glaube ich. Ach so, natürlich. Selbstverständlich. Gibt jetzt auch Teppich, ne? In der 1.6er. Hab ich gesehen. Also richtig wirklich. Aber warte Teppich. Mal, das hab ich anders gemacht. Ich habe da keinen Teppich gemacht. Ich habe da mit Dings gearbeitet. Mit Treppen. Dadurch hat sich unten so eine ganz nette Linie ergeben. Und mit welchem Material habe ich das gemacht? Da kann man nämlich ganz schön... Aus welchem Material habe ich das gemacht? Tja. Wie habe ich das gemacht? Das weißt nur du. Was sagt denn so deine Themenliste? Och, ich hab die gerade nicht offen, ehrlich gesagt. Weil wenn ich mit zwei Mann aktiv bin hier, dann mache ich die sowieso ganz häufig. Oh, da hast du mal einen schönen Wald gebaut hier. Ich? Ja, mit Platz zum Ruhen. Sehr hübsch. Gefällt mir gut. Warte mal kurz, ich muss mal kurz hier meine... Netherrack. Aus irgendwelchen Treppen habe ich das gebaut. Warte mal kurz, ich beende mal ganz kurz die Aufnahme.